Naja, wir wollen ja noch irgendwie versuchen, ins Museum zu kommen, oder? Warte mal, aber hier geht's zum Hotel. Können wir irgendwie wieder rein? Abgeschlossen. Ja, das ist wahr. Obwohl es hier ständig regnet, ist das Fass so gut wie leer. Scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Also es scheint mir nicht, als ob wir jetzt hier irgendwie weiterkommen. Das ist jetzt geschlossen, aber vielleicht ist der Papp ja dann... Der ist ja immer noch da. Ach, das ist der Penner, der mich vor dem Museum angepöbelt hat. Armer Irrer. Vermutlich hat er sich das Hirn weggesoffen. Ach, das arme Irrer. Aber ich kann ihn auch nicht mehr ansprechen. Doch. Hey, was sollte das am Museum? Hey, kennst du mich? Bist der Antichrist! Ja. Bist du einfach nur weich in der Birne oder steckt mehr dahinter? Du kannst es nicht leugnen. Es ist in dir, in deinen Adern, in deinem Herzen, in deinem... Was soll in mir sein? Der böse Geist. Mir reicht's. In deinem Hirn ist nur Scheiße. Ein beschissenes Hirn, eingelegt in Alkohol. Spürst du es? Die Wut? Das Böse? Ach, fick dich! Hilfe! Hör ich da so ein bisschen die Stimme von Fuller raus? Der Stand ist dicht. Tom meinte ja auch, dass er sich abends um den Pub kümmern muss. Na, dann haben wir ja noch was Neues zu sehen. Volksfest, nur ohne Volk. Es sind kaum ein Dutzend Leute zu sehen. Du siehst und noch Leute? Mindestens zwei Stände und die Schiffsschaukel haben schon dicht gemacht. Lohnt sich wohl einfach nicht. Ich glaube kaum, dass ich auf dem Jahrmarkt vorankomme. Die Schausteller werden nicht aus dem Ort sein und können mir wohl kaum weiterhelfen. Der sieht Leute. Auch am Tag haben wir ja mehr Leute gehört, als eigentlich da waren. So, gibt's hier noch was? Nur das, und das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Der Pub sieht alles andere als ansprechend aus. Als normaler Tourist würde ich nie auf die Idee kommen, in den Pub zu gehen, um etwas zu trinken, geschweige denn zu essen. Aber wir gehen rein. Wir wollen ja die Stadt kennenlernen. Eine Karte der Umgebung. Anscheinend wurden auch hier die Orte markiert, an denen die Morde stattfanden. Das Einzige, was die Stadt noch zu bieten hat, anscheinend. Wenn ich mich recht erinnere, wurde Dart hier in England erfunden. Oder war es Irland? Die Briten scheinen ein Talent dafür zu haben, sich Spiele und Sportarten auszudenken. Golf, Billard, Fußball, Dart. Und diese ganzen seltsamen Pferdesportarten. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Menge Alkohol aus. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass fast alle Flaschen leer sind. Würde mich nicht wundern, wenn Tom sein eigener bester Kunde wäre. Er sitzt ja auch da. Hauptsächlich englische, schottische und irische Spezialitäten. Whisky, Gin und solche Sachen. Oh, mit wem rede ich jetzt? Mit den Touristen. Und haben Sie noch etwas Interessantes gesehen? Ja, wir durften uns heute das Schloss ansehen. Das war echt super, total gruselig, das Gemäuer. Aber noch viel besser war das Chili, das wir gegessen haben. Das war das Leckerste, was ich je gegessen habe. Allein dafür hat sich die Reise gelohnt. Oh, das sollte ich wohl auch mal probieren. Okay, der Tom kann also kochen. Haben Sie denn den Geist gesehen? Geister gibt es nicht.
Wir haben das Schloss gründlich untersucht. Den Garten zumindest. Keine Geister. Dachte ich mir schon. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Aha, aha. Hier in der Bar kann man nichts bestellen, weil eben der Tom was Besseres zu tun hat. Ein voller Aschenbecher. Tom hat außer Trinken wohl noch ein anderes Hobby. Ich bin zwar kein Bierglasexperte, aber diese Gläser sehen nicht gerade britisch aus. Auf Bildern vom Oktoberfest in München habe ich solche Gläser öfter gesehen. Wahrscheinlich trinkt Tom gerne deutsches Bier und schenkt das auch stilecht aus. Okay, da, Fotos. Da, Fotos. Fotos von berühmten Persönlichkeiten, die diesen Pub besucht haben. Beeindruckend. Sogar der Bürgermeister war schon hier. Der Flipper noch und dann labern wir wieder mit den Zweien. Ein Flipperautomat. Sieht wie alles hier stark gebraucht aus. Mal sehen. Highscore. Platz 1, Tom. Platz 2, Tom. Und so weiter. Wow. Also das muss hier auch sehr gut laufen. Aber hat er ja schon gesagt, dass das, ja, eine Bruchbude ist. Ich verspüre kein Bedürfnis, mich mit dem Kerl zu unterhalten. Okay. Im Moment weiß ich nichts, was ich ihn fragen könnte. Da haben wir ja hier richtig ordentlich rumgeguckt. Was haben wir denn hier? Warte mal, können wir eigentlich schon? Nee, wenn wir hier links lang gehen, kommen wir auch nur zum Hotel. Willow Creek. Dann gibt's ja eigentlich nichts mehr zu tun. Dann gehen wir wieder zurück zum Hotel. Also hier sind die Mordschauplätze, können wir aber natürlich noch nicht angucken, weil wir noch nicht zu Fuß da waren. Oh, hallo Miss Valley. So schnell sieht man sich wieder. Darren, schön dich. Ja, wer hätte das gedacht? Alles in Ordnung mit Ihnen? Ich? Ja. Wieso? Wieso nicht, meine ich? Sie wirken etwas nervös. Ach nein. Ich habe nur mit Murray über... Oh, ich sehe wohl einfach nur Gespenster. Es sind nur die 12 Jahre, verstehen Sie? Nein. Wie könnten Sie auch? Sie sind ja nicht... Ich meine, alle 12 Jahre passieren grausige Dinge hier. Im Ort, im Schloss, im Wald. Grausige Dinge. Miss Valley, kann ich Ihnen vielleicht irgendwie... Ach nein, dann... Entschuldigen Sie bitte. Es ist nur viel passiert in letzter Zeit und ich dachte... Oh, egal. Was dachten Sie? Und was hat es mit diesem 12-Jahres-Rhythmus auf sich? Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Glücklicherweise. Ich muss weiter. Miss Valley, ich... Was stimmt mit der nicht? Sie scheint ernsthafte Probleme zu haben, die Gute. Aber die habe ich auch. Noch immer keine Spur von Angelina. Vielleicht kommt mir heute Nacht eine zündende Idee. Guten Abend, Murray. Was haben Sie da? Einen Brief für Ihre Freundin. Einen Brief für Angelina? Unwahrscheinlich. Wer wusste schon, dass sie hier war? So steht es aber hier. Miss Angelina Morgan, Gardens Palace. Der Brief wurde hier ganz in der Nähe aufgegeben. Gestern vermutlich. Geben Sie mir den Brief? Er könnte wichtig sein. Das glaube ich auch. Für Miss Morgan. Geben Sie mir den verdammten Brief! Ich muss... Sie müssen sich zügeln, junger Mann. Dieser Brief ist an Miss Morgan adressiert. Und ich werde das Postgeheimnis nicht brechen, Murray! Angelina ist seit gestern verschwunden. Niemand im Dorf hat sie gesehen.
Vielleicht ist sie entführt worden. Haben Sie schon mal daran gedacht? Vielleicht macht sie eine Tagesreise und will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Haben Sie daran schon mal gedacht? Ich muss auf jeden Fall auf den Ruf dieses Hotels achten. Ich werde Ihnen den Brief nicht geben. Aber... Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Sir? Danke, Sie haben schon genug getan. Geht er jemals schlafen? Also Murray, meine ich. Das war's mit meiner Nachtruhe. Ich muss unbedingt diesen Brief haben. Er bringt mich weiter, ich spüre es. Ja, gut, und das mit den 12 Jahren? Ich meine, jetzt vor 12 Jahren ist halt natürlich diese ganzen Morde passiert. Und davor 12 Jahre ist die Frau von dem Samuel im Feuer umgekommen. Aber davor, das war einmal ein 12-Jahres-Rhythmus. Deswegen muss ja nicht gleich schon wieder was passieren, theoretisch. Aber, hat das was mit uns zu tun? Wir haben den Zimmernummer... Den Zimmernummer. Wir haben den Zimmernummer 12. Da waren wir noch gar nicht drin, oder? In meinem Zimmer ist nichts, was mir bei der Suche nach Angelina weiterhelfen könnte. Warte mal, wir lesen mal wieder ein bisschen. In der Chronik der Gordons wird der Orden erwähnt. Wenn sie in einem solchen Buch steht, muss es sich um einen sehr alten und schon damals bedeutsamen Orden handeln. Leider muss ich das Buch zurückblättern, wenn ich mehr über diesen Orden erfahren möchte. Ich bin genervt. Ich habe seit mehr als 24 Stunden nicht geschlafen, aber ich sehe schon so runtergekommen aus, dass mich ein Penner als der Tod beschimpfen muss. Die Leute hier in der Gegend sind abergläubisch, selbst eine gebildete Frau wie Miss Riley. Sie glauben, dass alle 12 Jahre das Unglück ins Dorf kommt. Vielleicht ist die kleine Lady deswegen so nervös. Seit den Morden sind schon wieder 12 Jahre vergangen. Wenn Bobby von der Hölle... Ja. Aber wir haben das doch noch gar nicht... Wir haben das dann noch gar nicht erledigt. Warum ist das durchgestrichen? Angelinas Brief lesen. Murray hat einen Brief, der an Angelina adressiert ist, aber wer wusste schon, dass sie sich hier aufhält? Der Brief muss etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Ich sollte ihn lesen. Nur wird Murray mich kaum an den Brief heranlassen. Ob ich Murray erneut ablenken kann... Da muss ich diesmal zu anderen Mitteln greifen. Na, bestimmt zu anderen Mitteln. Ich weiß nicht, ob der schon wieder auf ein Feuer reinfällt. Wollen wir hier uns das Ding nochmal angucken? Hier gab es ja weiter nichts zu sehen. Denke ich. Der Teppich wurde an 2 Stellen aufgeschnitten und dann aufgeklappt. Er scheint nicht mit dem Boden verklebt gewesen zu sein. Ich kann nicht sagen, wann das passiert ist. Könnte ein paar Stunden alt sein, aber auch ein paar Monate. Ob es etwas mit Angelinas Verschwinden zu tun hat? Sie sitzt bombenfest. Keine Chance. Ich muss vermutlich die richtige Kombination einstellen. Aber die weiß ich nicht und es gibt zigtausend Möglichkeiten. Nein, ist gut, lass es, lass es. Ich wollte nur noch mal rechtsklicken und... Sie sitzt bombenfest. ...und gucken, ob du was anderes hast. Aber okay, da kommen wir jetzt noch nicht weiter. Und hier denke ich erstmal auch nicht. Schlüssel der Vitrine und Wunderkerze. Schlafmittel. Das ist auf jeden Fall gut. Aber wo schütten wir das rein? Tasse Tee. Das ist doch gut. Ja, guck nicht. Wir gucken uns erstmal... Murray genießt seine Tasse Tee am Abend. Er scheint ihm zu schmecken. Er nippt immer wieder dran. Murray genießt seine Tasse Tee. So, er liest gerade Zeitung. Reicht das?
Das war's. Schöne Träume. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Ich bin müde und werde jetzt ins Bett gehen. Ja. Sehr wohl. Hat er dich gemerkt? Ich gebe ihm ein paar Minuten. Okay. Er schläft. Ausgezeichnet. Er schläft tief und fest. So, was wollten wir eigentlich? Können wir eigentlich jetzt hier außer machen? Mir hat heute niemand eingecheckt. Außer mir hat heute... Ja. Warum können wir das anklicken? Macht mich wahnsinnig. Mary schläft. Jetzt komme ich an die Fächer heran. Aber ohne Schlüssel oder Einbruchswerkzeug oder etwas in der Art bekomme ich das Fach mit Angelinas Brief nicht auf. Und Marys Taschen will ich lieber nicht nach dem Schlüssel durchsuchen. Das würde er merken und mich glatt der Polizei übergeben. Wieso? Du könntest doch mit dem Schlüssel das aufschließen und den Schlüssel dann wieder in die Jacke zurücktun. Was ist denn da das Problem? Mary schläft. Und ja. Marys Taschen... Okay. Mit Rechtsklick kommt nichts anderes. Es ist ja wunderbar. Wow, das muss ich jetzt unbedingt nehmen, ha? Bevor ich diesen Plastikmüll aus... Ja, okay. Weißt du, erstmal schlafen schicken und dann gar nicht vorbereitet sein. Ist ganz toll. Ganz, ganz toll. Einfach nur mal alles ausprobieren. Das geht natürlich nicht. Und wir haben hier, können wir das machen? Dieses Porträt von Angelina. Nur die Möglichkeit, hier nach Willow Creek zu gehen. Hier ist alles zu. Hier ist auch nichts. Wir können eigentlich nur hier hin. Boah. Der ist ein bisschen gruselig, der Typ. Tja, können wir jetzt nochmal mit denen reden? Guten Abend. Mal angenommen, ich müsste einen abgeschlossenen Schrank öffnen. Könnten Sie mir dabei helfen? Ich? Wie kommst du denn darauf? Bobby meinte etwas in der Richtung. Das fette Schwein sollte lieber seine Klappe halten. Was ist nun? Können Sie mir helfen? Ruf einen Schlüsseldienst an. Von mir bekommst du was zu trinken. Sonst nichts. Lassen Sie uns ein Bier trinken, Tom. Wenn Sie beide bezahlen. Auch mein Bier kostet etwas im Einkauf, wissen Sie? Klar, versteht sich von selbst. Was ist? Warum trinken Sie nicht? Trinke doch. Ich bin nicht so schnell. Amerikaner können nichts mit anständigem Bier anfangen, was? Tom, du wolltest doch heute nichts trinken. Halt die Fresse, Spacko! Boah. Sie sollen ja äußerst geschickt sein, habe ich gehört. Na, da ist schon was dran. Mein Dad hatte eine Werkstatt, hab ihm früher viel geholfen. Ich konnte schon als 10-Jähriger Mopeds frisieren. Ich habe 2 linke Hände. Ich kann nicht mal ein einfaches Schloss knacken. Netter Versuch. Aber so betrunken bin ich nicht. Und ich bin kein Schwachkopf! Wie der da drüben! Boah, wie viel Bier müssen wir trinken? Und warum fällt er dann darauf nicht rein, wenn er sich denken kann, dass wir ihn besoffen kriegen wollen werden? Warum gönnen Sie sich nicht noch ein Bier? Geht auf mich! Das lasse ich mir nicht 2-mal sagen! Bitte nicht! Oh, tut mir leid, Bobby. Wir müssen das tun.
Wir kommen doch sonst im Spiel nicht weiter, weißt du? Nun sagen Sie schon, Tom. Nur mal ganz theoretisch. Wie könnte ich ein Schloss in einem alten Sicherheitsschrank knacken? Die sind nicht so einfach zu knacken. Da braucht man schon das richtige Werkzeug. Und das wäre? Einbrecherwerkzeug. Aha. Und das könnte ich, nur ganz theoretisch, von Ihnen bekommen? Glaubst du, ich bin ein Einbrecher? Ich glaube, Sie wollen die 50 Dollar, die ich Ihnen dafür gebe. Verpiss dich, du Lusche! Geh doch zu deinem Kumpel Bobby! Dann seid ihr schon zu zweit. Ist schon fast eine Luschenparty. 70 Dollar? Ich will 200 Dollar. So viel habe ich nicht. Versager. Dann bekommst du mein Werkzeug nicht. Ihr seid doch alles Versager! Nutzt mich nur aus! Mhm. Ich wette, Sie können nicht 3 Biere hintereinander auf Ex trinken. Wenn Sie es bezahlen, beweise ich es Ihnen. Also los! Da! Irgendwie habe ich geahnt, dass es kein Problem für Sie sein würde. Er liegt schon. Prima. Sind Sie ein Einbrecher, Tom? So ein Blödsinn. Alles Lüge. Anständige Leute stehlen nicht. Eben. Dann brauchen Sie doch auch kein Einbrecherwerkzeug, oder Tom? Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie weg. Und nehmen Sie den da gleich mit. Ich werde erst gehen, wenn Sie mir das Werkzeug gegeben haben. Hier, 50 Dollar. Und ich bringe es Ihnen zurück. Es ist alles nicht meine Schuld, wissen Sie? Es ist Bobby. Wenn er nicht wäre, würde es besser laufen. Alle haben Sie mich allein gelassen. Nur das Tier haben Sie mir gelassen. Wie soll ein anständiger Mensch da vorankommen? Mit so einem Klotz am Bein. Das Werkzeug, Tom. Nicht meine Schuld. Ich bring ihn nach Hause. Tut mir sehr leid, Bobby. Schon okay, Darren. Ja. Ich fühle mich wie das größte Arschloch auf Erden. Es ist schon, muss man zugeben, auch nicht einfach, mal eben auf seinen Bruder aufpassen zu müssen, wenn die Eltern gestorben sind. Wir wollen hier hin. Das ist schon auch kein leichtes Leben, wenn man dann keine Hilfe hat. Aber die hätte er sich vielleicht irgendwo bei seinen Nachbarn holen können. Ich muss den Draht so biegen, dass die einzelnen Sperrstifte in einer Linie angeordnet werden. Danach sollte das Schloss offen sein. Okay, gut. Ach so, ich muss den... Ja, okay, ich muss den erstmal... hier zurechtbiegen. Wir machen den erstmal gerade. Dann gucke ich mir mal an, an welcher Stelle ich da irgendwie was zurechtbiegen muss. Okay, und das muss ja auf so eine Linie sein. Ungefähr hier vielleicht. Mal gucken. Ja, wow. Ist auf jeden Fall die richtige Höhe, aber es brachte noch nichts. Das ist schon gut. Und danach nicht ganz so tief. Aber doch tiefer.
Ist ja egal. Hä? Ach so. Na klar, ich muss den ja weiter runterdrücken, weil der höher ist. Brain. Brain. The Pinky. The Pinky und the Brain. Brain, Brain, Brain. Ja? Das sieht schon sehr gut aus. Und das noch weiter runter? Eigentlich geht's nur... Ja. Ja. Eigentlich geht's einfach nur bergauf quasi. Bleib doch mal hier. Was? Das geht nicht? Warte mal, warum nicht? Hä? Oh, wieso das denn jetzt nicht? Ja, ich muss das doch aber noch weiter runterdrücken. Wie mache ich denn das, wenn ich da nicht vorbeikomme? Ah, okay, es geht. Jetzt ganz hinten. Noch ein Ticken weiter. Ja. Nee. Was habe ich da jetzt falsch gemacht? So vielleicht? Why? Wie mache ich denn das? Das war's. Das Schloss ist offen. Okay. Da ist er. Ein Brief adressiert an Angelina Morgan. Wehe, du bist die Mühe nicht wert. Es hat ja jetzt echt lange gedauert mit dem Einbrechen.